21 Uhr, Donnerstagabend, 2 Wochen später als vor 2 Wochen. Und du bist genau richtig hier zu unserer Putzshow. Guck mal, dieses kleine süße Etwas, ein Röhrchen, über das reden wir heute auch. Das gehört nämlich auch zu einer tollen, wenn auch sehr simplen, aber exklusiven Erfindung von Gemaco. Denn um Gemaco geht es hier in dieser Sendung. Putzshow, wir reden über das Putzen. Ein Hallo an dich, wenn du das erste Mal zuschaltest. Ja, ich war 2 Wochen im Urlaub. Also die anderen waren auch dabei. Haben ein bisschen Päuschen gemacht. Und in der Zwischenzeit sind einige neu dazugekommen. Herzlich willkommen hier in dieser schönen Community. Schreib gerne mal in den Chat, wenn du neu bist, woher du denn kommst. Im Moment sind wir, wenn ich das hier so mal überschlage, querbeet aus Deutschland. Mega. Die Sendung heißt So viele Angebote. Zum Dirk gesagt, guck, wie viel O's du reinkriegst. Die hätte ich gerne, damit das noch eine Überschrift gut aussieht. Und direkt meine Frage an dich. Wie gefällt dir das? Wir machen das erste Mal eine reine Verkaufssendung. Weil es sind so viele Angebote dabei, die es so in dieser Konstellation noch nicht gab, in der laufenden Aktion, die natürlich gestartet ist, als ich noch hier schön am Strand lag. Ist ja nicht schlimm. Gemaco kann ja nicht auf jeden einzelnen Rücksicht nehmen. Aber da kommst du wieder, zack, Postkorb voll und ich denke nur, ach du meine Güte. Dann hatte ich Putzparty. Ich sage, warte, ich glaube, das ist im Angebot. Ich muss nochmal gucken. Und da ist die Idee entstanden, wir machen heute eine Putzshow und ich stelle dir, die meiner Meinung nach sind, absolute Topseller aus dieser Aktion vor. Schreib mir gerne in den Chat, wie es dir gefällt und lass natürlich bitte auch einen Daumen oben da. Abonnier den Kanal und aktiviere die Glocke, dann verpasst du keine Putzshow mehr am Donnerstag. Denn jetzt machen wir durch bis, wann ist eigentlich der 24.12.? Was ist das für ein Tag, weißt du das? So ein Wochenende. Ist ein Wochenende, ne? So eine Driss wahrscheinlich. Der 19. ist ein Dienstag. Also am 21.12. machen wir noch eine Sendung. Aber dann gehen wir in die Winterpause. Deswegen haben wir noch ganz viel Zeit. Ich grüße mal schnell, wer noch alles da ist. Ob ihr seid geil. Gabi, Katja, hallo. Ja, die neue Aktion, ganz genau, Pascal. Ein Lichtblick am heutigen Tage. Gott sei Dank, Andrea. Sonntag, Dankeschön. Ihr seid so schnell. Also das hier gibt es übrigens im Moment auch zu bestellen. Reden wir gleich drüber. Erst einmal eure Fragen und Fotos der Wochen. Das ist so schön. Ich habe das erste Mal euch mal täglich in unseren Urlaubsalltag mitgenommen. Wer war dabei? Wer hat unseren schönen Bobby mal gesehen? Und das fühlt sich nicht wie Arbeiten an. Ich sag's, wie es ist. Du hast dein Handy eh oft in der Hand. Gut, jetzt habe ich auch noch mein Tablet mitgenommen mit Tastatur. Aber auch nur, weil die Aktion gestartet ist. Aber das ist unser Bobby. Aber Fotos heute dazu nicht. Aber die liebe Uli hat mir zum Beispiel Fotos geschickt. Ich glaube, sind das die ersten? Ja. Oder? Ah, jetzt weiß ich es nicht mehr. Nein, Ulis Fotos kommen erst noch. Nein, diesen von der Silke. Die hat ihre Küche abgeräumt müssen. ich guck mal gerade noch mal. Sie hat mir auch eine Erklärung geschickt. So. Ach genau, eine Sprachnachricht wollte ich euch jetzt nicht abschicken. Also sie hat ihre Küche abgerückt. Aber das war eigentlich direkt einleuchtend, nachdem ich dieses Bild gesehen habe. Es wäre sonst noch alternativ eine Waschküche gewesen. Aber man sieht genau, wo die Abschlussleiste unten am Sockel war. Das ist das Bild vorher. Währenddessen, man sieht schon eine ganz klare Verbesserung. Und tada! Nachher, da war es wieder. Tada! Ich hätte gerne mal das, wir nehmen das auf, Dirk. Tada! Und dann musst du nur den Button drücken. Finde ich gut. Schreibe ich mal auf, tada. Ich muss meine Ideen direkt immer zu Papier bringen. Wird ein O-Ton. Wäre auch cool, wenn das auf meinem Handy als Klingelton wäre. Tada! Kunde ruft an. Also, das ist der Foto nachher. Und ihr seid so geil, ne? Ich kriege dann immer meistens noch ein letztes Foto, denn das ist das Produktfoto. Benutzt!
Grünkurzflor, ganz klar. Auch wenn der Boden sehr gleichmäßig aussieht, bei diesen Verschmutzungen brauchst du die grüne Kurzflorfaser. Bodenpflege und der Intensivreiniger. Es wäre sogar gegangen, Silke, falls du das siehst, Bodenintensivreiniger wäre auch gegangen, aber sie hat das halt gemischt. Bodenpflege, Intensivreiniger. Aber wir sind in der Küche unterwegs, garantiert war das klebrig, fettig, da war der Intensivreiniger genau richtig. Und natürlich mit der weißen Faser hinterher. Und wie geil ist das bitte, ne? Zwei Bodenwischer. Das ist Luxus. Habe ich übrigens auch, weil man will ja nicht wechseln. Immer wieder abmachen und so, ne? Vielen lieben Dank für die Fotos. Weiter geht's. Ja, also, da war ich auf der Putzparty. Die Küche, super schick. Zeige ich euch bei Gelegenheit nochmal. Es war einfach nur wahnsinnig spät. Und die haben einen ganz klassischen Backofen. Küche ist von Dezember. Und er hat gesagt, Liebchen, du gehst mir nicht mit dem grauen Pad an das Backblech. Nicht an dieses, sondern das kann ich euch mal hier zeigen. Unseres. Sowas hier. So ganz klassisches Backblech. Das ist auch stabil. Nicht das hier. Nochmal, zerblendet es nochmal ein. Und da könnt ihr schön drauf sehen. Ich habe mit Absprache der Kundin mit der Profi-Edelstahlspirale den Schmutz davon weggemacht. Hab's auch verkratzt. Ja, das war der Kundin egal, Hauptsache sauber. Ich sag ja immer, ihr könnt jedes Blech benutzen, aber nicht eins, wenn du so machst, dass eine Beule drin ist. Das ist so eins. Und deswegen wollte ich dir das unbedingt mal zeigen. An so ein Billo-Blech hat seinen Zweck getan, dürfte dran gehen, aber danach ist es verkratzt. So sieht es aus. So, habe ich mir jetzt gerade in Rage geredet. Ein bisschen, ne? Weiter geht's. Jetzt aber Ullis Foto. Schön fettig. Warte, ich tue mal gerade, wo habe ich... Genau. Also, fettig und staubig, hast du geschrieben. Man sieht den Belag nicht so ganz, aber man konnte ihn fühlen. Ich fühle mit dir. Das ist so ein befreiendes Gefühl, oder? Wenn man dann nachher oben drüber geht, da ist nichts mehr. Yeah. Ne? Und hast nicht irgendwelche Fliegen noch dranhängen. Also es gibt immer ein Vorher-Nachher-Foto. Nachher. Jetzt haben wir noch die andere Seite. Vorher. Das sieht man. Das sieht man. Nachher. Und auch hier wieder. Produktfoto. Sehr löblich. Da liegt ein Geschirrtuch. Noch in Naturfarben. Gibt es nicht mehr. Passend aber schön zur Küche. Aber wir hatten ja die Arbeitsplatte schon. Ne? Das ist das auch das. Erinnerst du dich? Da hat sie auch schon mal das mit dem Spültuch und dem Mehl. Und noch die Sonderedition-Packung Kraftreiniger. Würde ich auch behalten. Sieht schöner aus, als das gäbe. Vielen lieben Dank. Schöner Vorher-Nachher-Effekt. Kraftreiniger reicht. Wenn du natürlich 3 Jahre oben auf der Schränke nicht geputzt hast, würde ich den Intensivreiniger empfehlen. Gut, haben wir noch ein Foto? Ja. Ja, das ist. Bevor du jetzt anfängst zu lesen, fasse ich mal zusammen, was da oben drin steht. Die Nachricht muss ich dir erzählen. Die Kundin hat eine sehr umfangreiche Bestellung bei mir abgegeben. Dann habe ich gedacht, komm, ich möchte dir was Gutes tun. Was hat sie denn noch nicht? Packst du dir mal die Gallseife rein. Und sie schreibt hier, ihr Mann hat sich beim Heimwerken mit dem Holzbohrer in den Finger gebohrt. Der Arzt hat darauf gesagt, machen Sie Gallseifenbäder zur besseren Wundreinigung. Finger ist noch dran und Loch schon fast zu. Mega, war also, hat einen für einen sehr ungewöhnlichen Zweck das Beste gegeben. Muss ich dir mitteilen. Und ansonsten grundsätzlich zufrieden. Vielen lieben Dank. Mega Story, echt. Ich kann mir das richtig vorstellen. Wir hätten das auch mit den Fußbädern machen müssen. Egal. Und dann hier unten wieder der Klassiker. Poster. Ich habe keins hier. Kannst du mir mal kurz eins holen? Weißt du wo? Linke Seite, wo die Kataloge sind. Da wo Rechnung, PayPal, Konto. Daneben. Hochkant. Such da. Ist halt, mein Büro ist halt mein Büro. Da weiß ich, wo alles ist. Aber ich kann gut erklären.
Wenn er jetzt wiederkommt, bestätigt das meine Aussage. Er hat's. Auch die Nachricht. Das geht an dich da draußen, wenn du mir hier das erste Mal zuguckst. Es gibt ein tolles Poster, so nenne ich das immer noch, weil es einfach verdammt groß ist. Früher hatte man Patrick Swayze, heute haben wir das Poster von Jimaco an der Wand kleben. Alle Fasern, alle Reiniger aufgelistet. Was ist für was da und wie funktioniert's und wie wird's gewaschen? Wenn du das haben willst, schick, und du hast es noch nicht, deswegen willst du es ja haben, dann schick mir bitte, ich halte mal fest, der Dirk blendet jetzt mal meine WhatsApp-Nummer ein, machst du mal einen Screenshot, damit du nachher weißt, was wollt ihr eigentlich noch von mir? Schick mir einfach eine WhatsApp mit deiner Adresse, dann schicke ich dir das mit der Post zu. Der Klaus kriegt wahrscheinlich morgen schon seins. Also die Nachrichten erreichen mich auch immer noch. Und ganz viele, die im Urlaub bestellt haben. Och Katrin, schönen Urlaub noch. Reicht, wenn du es danach auslieferst. Und ich denke nur, Gott sei Dank. Weil Jimaco hatte längere Lieferzeiten, als ich gewohnt bin. Viele Pakete sind am Mittwoch rausgegangen. Und morgen, beziehungsweise Samstag, geht nochmal ein Schwung raus. Wenn du was bei mir bestellt hast, kommt. Dauert leider diesmal etwas länger. Eine Frage habe ich noch. Vor meiner lieben Freundin, was denn? Ach, wir haben noch ein Foto. Ja, stimmt. Wichtig. Am Sonntag. Ja, bis Sonntag muss ich wissen, wer einen Adventskalender haben möchte. Ich werde das noch bei mir auf Instagram nochmal bewerben. Auf jeden Fall bei mir im Status. 24 mit Liebe gepackte Tütchen und Jimaco packe ich auch noch mit rein. Alle, die auf der Warteliste stehen, bekommen in den nächsten 3 Tagen, ich sage das deswegen, weil wir noch 2 Feiern hier zu Hause haben und ich die Bude voll habe, ihr kriegt auf jeden Fall noch eine Nachricht mit einem finalen Preis und dann darfst du entscheiden, ja, nimm ich oder streich mich von der Liste. Also alle, die schon auf der Warteliste sind, und das sind einige, so viele, mehr als das Doppelte wie letztes Jahr, die bekommen auf jeden Fall eine Nachricht von mir. Gut. Achso, übrigens, ne? Bestellung und Zusendung, also Rechnungsstellung und Zusendung erst im November. Aber im Oktober werde ich das Ganze schon planen müssen. Also wenn du einen haben ist willst. Ja, nicht mehr lang. Ja, aber die Rechnung kommt erst Anfang, Mitte November. Ja. Auf Vorkasse im Übrigen. Auf Vorkasse. Das, wir haben aber nichts mehr. Doch, eine Frage noch. Wie darf ich die Toilette in einem Wohnwagen, in einem Wohnmobil, in einem Camper reinigen? Weil das ist ja keine Keramik. Das ist zu schwer und so. Darf unser WC-Hygienegel rein? Ja. Ja, ja, ja. Auch der Sanitärreiniger. Empfehlung allerdings ist die gelbe Faser. Weil sie nun mal eine empfindlichere Obenfläche ist. Das ist jetzt was Kleines, erkläre ich dir gleich. Aber das ist die gelbe Faser. Darf. So, jetzt können sie fahren. Ich habe mir übrigens den Campingplatz angeguckt, wo die hinfahren, Silvester. Fisch aber Tür. Gut. Das waren die Fotos und Fragen der Woche. Kommen wir zu diesem kleinen Röhrchen. Endlich, endlich. Achso, muss ich mal in den Chat gucken? Ist noch irgendwas geschrieben worden? Dirk, du guckst mich die ganze Zeit an, ich weiß. Ja, aber erst, wenn du an den Produkten bist. Ja. Wir diskutieren schon, was die besten Produkte aus dem Oh, wie, komm, mach mal Top 3. Top 3. Nehmt euch mal. Nee, ist ja doof, wenn die jetzt auf dem Handy gucken und dann auf unsere Internetseite gehen. Ich mach mal einen Vorschlag. Also ich habe dabei das Geschirrtuch, der Sprudelbutler, das Display-Miniset, das Holzpflegeset und das Küchenseifen-Seifen-Set. 5 Produkte. Küchenseifen-Set, Geschirrtuch, Display-Mini, Holzpflege, Sprudelbutler. Top 3. Dürfte einfach mal schreiben. Reicht hier, Seife. So, 5 Liter Waschmittel aktiv. Und Nachfüllkanister WC-Hygiene-Gel. Und Display-Set-Mini wieder. Wer hat's geschrieben? Pascal? Ja! Pascal wollte 5 Liter Waschmittel haben. Ja, ja,
Ja, Gott sei Dank. Jetzt sage ich dir was, ne? Ich habe das bestellt und habe gedacht, also meins ist leer gegangen vom Urlaub. Sag ich, egal, bist du jetzt nicht da, dann wartest du mal schön, weil kommt ja ins Angebot. Ja, Pustekuchen habe ich bestellt, war das aber noch nicht da. An dem Wochenende, wo wir nach Hause gekommen sind, habe ich hier meine Prübchen leer gemacht. Leider. Also ich habe keine Milch, ich muss nur neu bestellen. Ja, so. Dieses kleine Röhrchen. Und ja, ich gehe davon aus, das willst du haben, wenn du das WC-Hygienegel hast. Gibt es erstmalig beim Kauf eines 2 bzw. 5 Liter Kanisters, ne? Gibt es bei beiden. Ich muss nachgucken. Beim Kauf des Kanisters, genau. Bin noch nicht so ganz drin. Dann kommt das nach, weil endlich, wir können es nachfüllen. Wir haben so lange drauf gewartet. Und unter uns, ich durfte eine andere Variante letztes Jahr testen. Darf ich ja jetzt sagen. Ist ja jetzt durch. Keine Ahnung, ob du ja, das komm, jetzt ist ja raus. Ist ja was anderes geworden. Ich habe ein bisschen hier irgendwas auf der Stirn. Ja, schief geschminkt. Licht war aus. Im Dunkeln. Yeah. Oder das ist, weil du die Sonnenmilch auf der einen Seite nur hattest. Ja. Also, wozu ist das Röhrchen da? Das hier oben abzumachen, ist halt nicht so einfach. Ja. Ich habe extra mal eine neue Flasche genommen. Alles andere fand ich jetzt bisschen unhygienisch. Das Röhrchen gibt es dazu, setzt du drauf, du hast einen Hebeleffekt. Tada! Ich schiel ein bisschen, ne? Ist geil, ne? Mega. Gott sei Dank, weniger Müll. Das hatte ganz klar auch hygienische Hintergründe, aber ich finde, wenn du das so abmachst, dann kannst du das ja auch mal ausspülen. Ist alles neu hier. Ich freue mich drauf. Aber es kommt ja eigentlich mit der Toilette nicht in Berührung. Ja, kann, aber die Spitze kann schon mal drankommen. Ich habe Spitze gesagt. Also, das Röhrchen gibt es jetzt exklusiv, gratis, on the top, wenn du ein 2 Liter oder 5 Liter Kanister Sanitärreiniger bestellst. Alle Angebote findest du bei uns im Online-Shop auf einfachsauber24.de. Gehst du auf Shop und dann wird dir die verschiedenen Bad, Küche, Wohnen und so angezeigt. Und unten steht Aktion, nee, Aktion und dann, siehst du, Prozentwoche oder sowas. Geschenkewelt, da kommen wir gleich zu. Ist zu viel, deswegen so viele Angebote. Das war eine gute Wahl, das als Überschrift für diese Sendung zu nehmen. Okay, Produkt Nummer 1. Komm. Fangen wir direkt an. Wie weit sind wir? Oh Gott, ich quatsch hier ohne Ende. Ist noch eingepackt unser Küchenseifen-Set. Ja, Küchenseife, super. Warum brauche ich die? Weil die Hände schon mal stinken können, wenn ich Sellerie, Fisch, Zwiebeln geschnitten habe. Die neutralisiert Gerüche an den Händen. Funktioniert 1A. Da kam eine Frage zu dem Röhrchen. Ja. Gibt es das Röhrchen jetzt nur in der Aktion zum Kanister oder dauerhaft? Das wird es dauerhaft geben als Nachfüll, also kann man später bestellen, aber du brauchst ja erstmal den Kanister. Und den gab es ja bisher nicht. Es gab ja bisher den WC-Hygienegel nicht im Kanister. Die Frage habe ich mir nämlich auch gestellt, brauche ich eigentlich oder kann ich einfach nur das Röhrchen bestellen? Ja, aber was willst du reinfüllen? Ist ja nichts da. Ne? Dann hast du das Ding abgemacht, aber was willst du reintun? Deswegen jetzt erstmalig dabei, also den Kanister brauchst du. Und später aber, weil ich sag ganz ehrlich, ne, der ist süß. Den musst du aber auch wiederfinden, wenn du den irgendwo hingelegt hast. Also genauso wie mit der Waschkugel, da hat man auch 2 von, weil man immer irgendwo eine noch im Ärmel hängen hat. Was jetzt ganz neu ist bei dem Küchenseifenset, und das gab es noch nie im Verkauf, sind unsere schönen Geschirrhandtücher. An dieser Stelle, es folgt jetzt... Gästehandtücher. Die Geschirrtücher kommen ja noch, die liegen daneben. Ich war verwirrt. Es folgt jetzt eine reine Ansammlung der nächsten 5 Angebote. Wenn du dann so sagst, das ist mir zu viel, darfst du gerne an dieser Stelle abschalten. Lass aber vorher noch einen Daumen oben da. Ansonsten guck dir meine Angebote an. Also das sind Jabako-Angebote. Aber ich habe mir diese 5 rausgesucht. Also, Gästehandtücher waren auch bei uns im Urlaub mit dabei, natürlich. Die hängen schon sehr lange bei uns im Bad. Die trocknen nämlich sehr schnell. Aus Mikrofaser haben hier so einen schönen
Ring zum Aufhängen. Und dann, viele nutzen die auch zum Beispiel beim Wandern oder, gut, das ist jetzt eher selten, Golfspieler, um die Hände zu trocknen. Gut, wir haben eine Kollegin, die nutzt das dafür, aber es ist jetzt nicht so mein Kundensegment. Aber die zwei gab es halt noch nie so gekauft, zusammen mit der Küchenseife, weil das gibt es ja auch. Die einen haben ja auch Handtücher in der Küche, weil sie ihre Hände nicht mit dem Geschirrtuch abtrocknen möchten. Verstehe ich voll und ganz. Deswegen heißt das Küchenseifenset. Was? Ach, ich habe den Backofen noch offen. Das stört mich aber. Ist ja wie so eine offene Schublade, ne? Nächstes, unsere Geschirrtücher. Yes! Yes! Ich habe nämlich sogar noch ein grünes. Das gefällt mir so gar nicht. Ich habe jetzt mal das in Taub dabei. Das ist richtig schön groß. Für alle, für dich, wenn du schon viel von Jumaco hast und das noch nicht, gehört das in deinen Schrank, weil du wirklich lange damit abtrocknen kannst. Wir haben ja gelernt, es ist besser in der Spülmaschine zu spülen. Wir schonen Wasser. Es gibt trotzdem immer noch Sachen, die man auf der Hand wäscht, spült. Also Geschirrtuch und ich zeige euch mal, es gibt noch ganz tolle Farben. Wir haben noch Pink, wir haben noch Lila, wir haben noch Korall und, das habe ich leider nicht mehr, muss ich nachbestellen, Lind. Aus der letzten Aktion kennt ihr diese schöne Trendfarbe 2023 Lindgrün. Was? Ich liebe meinen Job. Ich sag, wie es ist, ne? Ich liebe meinen Job und wisst ihr was? Mein Team auch und deswegen. Ich musste das zukleben, ne? Ich darf mich seit dieser Woche Teamleiter schimpfen. Yes! Danke. Ja, geht aber nur, wenn man ein super geiles Team hat. Und das habe ich. Und das macht so schön. Schön. Und vielen lieben Dank. Ich habe es gestern schon gepostet an die ganzen Glückwünsche von euch. Danke, danke, danke. Das war eins meiner Ziele für dieses Jahr. Und wir haben erst Oktober und ich habe schon. Nächstes Produkt. Das ist ein Produkt, was sehr häufig im Chat genannt wurde. I hope so, because it's so good. I love it. Awesome. Awesome. Oh, it's awesome. And look, it's so simple and it's small and it's yellow. Oh, en français jaune. Petit. Bin noch. Jetzt dreht sie ganz am Rad. Das Display-Set, bestehend aus diesem süßen kleinen Tuch. Das ist meine Hand. Ich habe eine relativ große Hand für eine Frau. Kann ich so... Hab ich! Lass weggehen. So, einer Probiergröße von unserem Duster-Cleaner. Das passt auch nur in deine Hand, weil deine Hand so groß ist. Ja, guck mal, das ist echt klein. Und... Jetzt kommt's, dafür wieder ein etwas größeres Brillenputztuch, auch in Gelb. Wer braucht ein Display-Miniset? Der Mann auf der Arbeit, der auch ein Tablet hat, überhaupt einen Bildschirm hat, wo er auch schon mal mit dem Finger drauf geht. Jeder, der im Auto ein Display hat, jeder, der ein Handy hat, jeder, der ein Kind in der Schule hat, ab der 5. Klasse kriegen die meisten ein Tablet. Und ich weiß von einer Kollegin, da ist es so, die Kinder müssen ein vernünftiges Reinigungsset dabei haben für ihre Tablets, weil die werden, also die gehen mit, aber werden nachher an Jüngeren wieder abgegeben. Deswegen, die bleiben ein bisschen länger im Gebrauch. Und das kommt, ist jetzt halt, weil es erstmal an die Männer gedacht ist, ja Gott, ich finde es einfach schön, die kleine Autobox und der Preis. Haben wir einen Preis? Ja, 16,90 €, ne? Oder, wo haben wir es? Ja, 16,90 €. Ein Schnapper. Ein Schnapper, 16,90 € für alle, die noch nicht wissen, was sie in einen Nikolaus... Oh, jetzt hab ich's. Dirk, hör mal weg. In den Nikolausstiefel packen können. Also 16,90 € ist ein schönes Mitbringsel, braucht jeder. So, ich würde das auch in den ersten dreien einschätzen. Next one. Ich bin heute so international aufgestellt. Holzpflegeset. Ich sag direkt, das verkaufe ich dir nur, wenn du vorher den Tisch sauber machst. Immer wenn auf dem Produkt
Pflege steht, heißt das erstmal sauber machen. Edelstahlpflege vorher sauber machen. Kunststoffpflege erstmal sauber machen. Holzpflege erstmal vorher den Holztisch sauber machen. Und ich weiß zum Beispiel, der von meiner Schwester, der muss mal wieder, der ist jeden Tag, ne, weil Esszimmer, ist immer schön, wenn man dann sieht, wenn der Holztisch das so richtig aufsaugt. Von der Konsistenz ist die Holzpflege so ein bisschen, ich zeige das mal ganz vorsichtig, ist ein Schutzdeckel drauf, ist ein bisschen wie eine Bodylotion. Ich lasse das jetzt zu. Neu ist diesmal, dass der Schwamm dabei ist. Deswegen, weil der saugt nicht viel auf. Macht ja auch Sinn, wir wollen den ja auftragen. Liegt aber gut in der Hand, trägt auf und nachwischen mit einem Profituch für das, was nachher noch übersteht. In den seltensten Fällen ist das der Fall. Es wird alles aufgesaugt für alle offenporige Holzmöbel. Kommt dazu eine Frage? Ich habe eigentlich alles gesagt. Offenporig, auftragen, vorher reinigen. Aber in dieser Konstellation gab es das noch nicht. Es gab es noch mit einem runden, aber so mega. Die Autobox ist gut als Brotdose für die Kinder. Richtig, weil alle unsere Klickboxen sind geeignet. Lebensmittelecht, das wollte ich sagen. Oder heißt das PPHP? BPA-frei. Genau. Gut, jetzt kennt ihr diesen schönen hier, Clean Stick, 35 cm grüne Faser, sieht so normal aus und so, wenn er für die Flasche ist. Ich habe da mal was vorbereitet, falls du den noch nicht hast. Ja. Unsere Jamaco-Flasche, die ist schön. Aber da kann man schön sehen, wie ich, also ich mache mal so, wie ich an den Flaschenboden komme, um das Ganze zu reinigen und auch zu trocknen. Ich habe auch die Möglichkeit, hier wirklich in den Rand reinzukommen. Sei es jetzt Flaschenhals. Das ist der Flaschenhals, das ist der Flaschenschulterbereich. Tatsächlich, heißt so. Wenn du Tee mit hast oder jetzt hier diese fitten Shakes, da bleibt immer hier unten noch was hängen, kriegst du wunderbar sauber im Doppelpack für 24,90 €. Richtig? Nein, 34,90 €. 34,90 € im Doppelpack. So, das war, wenn du mitgezählt hast, Produkt Nummer 5. Richtig? Wir gehen alle nochmal durch. Dirk zeigt einfach nochmal die Fotos. Wir hatten erst das Küchenseifenset mit den tollen Gästehandtüchern. Danach die Geschirrhandtüchern in 5 trendigen Farben. Einfach unter dem Video steht zwar Geschirrtuch pink. Wenn du draufklickst, werden aber auch die anderen Farben mit angezeigt. Und nur die Standardfarben sind nicht günstiger. Nicht vergessen. Trendfarben sind im Angebot. Dann hatten wir das Display-Set Mini, das Holzpflegeset und den Sprudelbottler. Alle Produkte einzeln nochmal unter dem Video aufgeführt. Fehlt dir was an Informationen? Nummer 1. Und wie gefällt dir das grundsätzlich, wenn wir so eine Sendung machen und immer aus der Aktion entsprechend Artikel vorstellen. Geht der Spülbattler auch in Weingläsern? Ich weiß nicht, warum du noch nicht gelaufen bist. Weißt du nicht, wo die stehen? Oh, Schatz, nimmst du bitte ein Weißweinglas und ein Rotweinglas. Genau. Was ist jetzt was? Wobei, da bin ich... Oh, willst du tatsächlich die Kamera halten? Ja gut, wir sind jetzt auch nicht so die Trinker, ne? Aber ich kann, du kannst mir mal den Spülbutler geben. Das ist der andere Butler. Wir haben 3 Butler. Sprudelbutler, Spülbutler und Rückenbutler im Angebot. Ich überziehe heute im Übrigen, ne? Darf ich? Nach 2 Wochen muss ich ein bisschen aufholen. Geh mal auf die andere Kamera. So. Geht. Finde ich aber nicht so passend. Ehrlich, ich bin hier. Ich bin bei dem Spülbuttler. Ja, also da Nummer 1. Und hier kommt er auch rein. Nummer 2. Finde ich besser. Also für die Gläser, auch für die Sektgläser. Ja, die haben ja nun mal keinen Flaschenhals. Schöne Frage. Schöne Frage. Muss ich noch ein Video zu machen zum Sprudelbuttler. Gut.
Ach so, und jetzt denkst du dir, komm Katrin, das waren jetzt nur 5 Angebote. Ja, Pustekuchen. Ich schalte nur mal was in die Kamera. Guck mal, das brauchst du gar nicht alles zu merken. Das ist nochmal zusätzlich unsere Geschenkewelt. Mit Pflegeprodukten aus unserer Timeout-Serie. Mit den Fellprofis. Das sind die tollen Handtücher, lieber Andrea. Für die Hunde. Genau. Gibt's aber jetzt diesmal auch Petsies. Das sind so kleine Pflegepads für Augen sauber zu machen. Es gibt 4 verschiedene Autosets. Den Haarturban, unsere Gesichtspflegepads, die Waschtropfen. Too much. Too much für jetzt einfach alles zu zeigen. Deswegen auch hier, geh in unseren Shop auf einfachsauber24.de und dann unter Aktionen, jetzt sage ich dir mal, wie es heißt. Du kannst noch mal bitte in den Chat gucken, ob da noch was gekommen ist. So. Der Petsi ist neu? Den gab es schon mal, aber nur als Geschenk, richtig. Ist neu. Dass er zum Kaufen ist, ja. Also ihr geht unter Shop, dann gibt es entweder die Aktion. Das ist das, was hier im Flyer ist. Oder Prozentwochen. So heißt es. Ich zeige es mal in der Ansicht. Achtung, das ist mein Bildschirm. Genau, da unten habt ihr. Nee, ich muss mal auf die Seite. Ja. Also ihr habt einmal da Aktion und da die Prozentwochen. Nee, Wurstfinger weg. Ach. So. Siehst du, und dann lachst du, wenn ich sage, ich habe große Hände. Ja. Ja, okay. Deswegen, es ist echt viel. Es ist echt viel. Viel Hand. Viel, viel Hand. Und die Fußmatten. Also, gibt es eine Abstimmung? Bisher, also alle, die sich zu Wort gemeldet haben, finden die Verkaufssendung gut. Sehr schön. So sind wir ja vor 3 Jahren, über 3,5 Jahren gestartet. Ne? So als reine Verkaufssendung. Aber Gott, da waren wir auch alle zu Hause. Da war das ja Home Shopping. Du konntest ja nicht vor die Tür gehen. Und das muss ich dir erzählen. Am Dienstag Putzparty. Ich sag, wie es ist. Du kommst aus dem erholten Urlaub wieder. Du hast so einen Berg an Wäsche. Ich habe bis gestern noch gespült, Kühlschrank ausgewaschen und die Kisten alle. Es sind halt auch große Sachen dabei. Eingewintert. Und ich denke nur, jetzt auf eine Putzparty. Halbe Stunde Autofahrt. Schön bei uns ins Brühltal. Wer sich hier auskennt, weiß, da ist Nebel. Und du musst aufpassen, dass dir kein Tier vors Auto läuft. Es war so cool. Es war richtig lustig. Und was mir am meisten Spaß gemacht hat, die Gäste hatten Bock. Die hatten Bock auf eine Putzparty. Die saßen da. So, solche Ohren. Die eine bestellt seit Jahren schon. Die andere, nee, ich habe mit Putzen nichts am Hut. Die Gastgeberin, ich glaube, das ist 5 Jahre her, dass wir uns gesehen haben. Mindestens. Ich muss nochmal nachgucken. Und die vierte, ich habe da so Tücher, also ein Sanitärreiniger finde ich gut, aber die Tücher, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, was ich damit machen soll. Alles da. Anfänger, Profi, würde ich mal sagen, und zwar so dazwischen. Weil die Gastgeberin selber, echt, damit kann ich auch hier so lang wischen, weil ich nehme die ja nur fürs Fenster. Und ich denke, die sterben noch langsam aus, die Kunden, die sagen, die Tücher sind nur fürs Fenster. Oder sie haben einfach noch nicht mich darüber reden hören, dass die Spaß hatten und dass sie glücklich waren, auf dieser Putzparty zu sein. Das hat mir so viel Spaß gemacht. Ja, ich bin im November wieder in dieser Gruppe und auch im Januar. Also auch an dich, wenn du hier im Umkreis von Siegburg wohnst und eine Putzparty machen möchtest, werde gerne Gastgeberin. Ich komme vorbei. Oder Gastgeber. Entschuldigung, Pascal. Oder Gastgeber. Also wenn es im Umfeld ist, ansonsten natürlich hier einschalten. Jeden Donnerstag bringe ich dir hoffentlich genug Motivation mit, dass du direkt denkst, okay, der nächste Schrank ist meiner, den will ich jetzt auswaschen. Lebensmittelmotten, ne, sind auch im Moment unterwegs. Nicht nur wieder Corona, Lebensmittelmotten auch. Und Bettwanzen in Frankreich. Oh ja, aber eine neue Variante. Das ist nicht Corona, das sind Bettwanzen. Aber ich denke, das ist eine neue Variante. Keine Ahnung. Ist mir scheißegal, will die trotzdem nicht haben. Die haben wir mitgebracht aus Frankreich. Nein, haben wir nicht. Gott. Ihr Lieben. Chaka. Wir machen an dieser Stelle einen Cut. Wir haben, die Aktion ist jetzt erst gestartet und läuft
3 Monate. Ich werde mindestens eine Aktionssendung in den nächsten Wochen nochmal mit einbauen. Mir macht das Spaß, gerade auch mal so euch die Sachen zu zeigen. Und ja, ich gebe euch jetzt ab. Das. Ich gebe jetzt eine Wette ab. Und das Schöne ist, das ist ja, wenn du das jetzt nicht live guckst, siehst du es ja später in der Aufzeichnung. Und ich sage, wenn die Aktion zu Ende ist, wird es die nicht mehr geben. Das wird ausverkauft sein. 100 Pro. Allein schon wegen dem Auto. Das ist so, unsere hat mit Traktoren gespielt, nicht mit Autos. Deswegen kann ich nicht gut Autogeräusche machen. Nächste Woche Donnerstag, 21 Uhr, weiß ich, da sehen wir uns wieder. Ich freue mich, wenn du mir auch weiterhin folgst auf YouTube sowieso, abonnieren. Auf Instagram nehme ich dich täglich mit in meiner Story. Außer heute war ich total im Arbeitsmodus, aber ich habe so viel geschafft. Und in meinem WhatsApp-Status. Wichtig dafür ist, dass du meinen Status bei WhatsApp siehst, dass du auch ich deine Nummer abgespeichert habe. Und umgekehrt, nicht nur, dass du meine Nummer hast, ich muss auch deine Nummer haben. Möchtest du mir also bei WhatsApp im Status folgen, schreib mir, hallo Katrin, bei YouTube gesehen, finde ich cool, peace, hier ist meine Nummer, speichere mich mal bitte ab. Sonst funktioniert es nicht, haben wir ja. Noch was? Nee. Adventskalender habe ich gesagt, ihr kriegt alle Meldungen für die auf der Warteliste sind. Und dann sage ich an dieser Stelle, Tschüssikowski, gute Besserung, bleibt gesund, habt viel Spaß beim Putzen und wir sehen uns nächste Woche wieder. Tschüss, eure Katrin.